Da sind wir. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Der Blick in die Märkte darf natürlich auch am heutigen Donnerstag nicht fehlen. Wir schauen, wie es im Hintergrund schon zu sehen ist, heute unter anderem auf das Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken. Dann ist heute EZB-Tag. Das heißt, wir lucken mal ganz kurz in Euro-US-Dollar rein. Uh, Kann Dollar, Schweizer Franken sieht auch gar nicht so übel aus. Neuseeland Dollar, japanischer Yen ist auch einen Blick wert. Uh, und dann sehe ich gerade auch noch Euro-Yen und US-Dollar, Kann Dollar. Kandola. Wunderbar. Es ist wirklich sehr, sehr gut. WTI wird auch wieder gefragt. Das machen wir. Und ja, wie sieht es denn aus? In Facebook, da kommen auch die guten Morgengrüße. Das passt hervorragend. Alles klar, Leute, läuft los. Danke für die guten Morgengrüße und wir machen hier direkt weiter mit zunächst dem Risikohinweis. Ich bitte wie immer, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen und damit machen wir direkt weiter mit dem Blick in die Nachrichten. Wir sehen es heute äh, im Laufe des Tages, im Laufe des Vormittags gibt es den OPEC Monatsbericht und dann haben wir schon die EZB auf der Uhr. Wir bekommen die Informationen zum Zinssatz, da wird sich laut Marktteilnehmern und Analysten nicht wirklich was ändern. Davon geht echt auch kein Mensch aus. Aber die EZB hat ja in den letzten äh, Reden auch schon immer wieder angekündigt, äh, dass wir hier an dieser Stelle weiter lockere Geldpolitik erwarten können, dass das Anleihekaufprogramm in seinem Rahmen auch ausgeschöpft wird. Also äh, ich denke, da wird es jetzt keine negativen Überraschungen äh, geben, dass der Euro beispielsweise massiv negativ beeinflusst wird in einer Art und Weise, die jetzt schwierig werden würde ähm, für die ähm, EU an sich. Von der Seite her gehe ich eher davon aus, dass das weiter ein Zeichen davon sein wird, dass die Geldpolitik, ja, Pro-europäischer äh, Wirtschaft agieren wird. Und das ist das wichtige Zeichen, das erwartet auch der breite Markt. Wir sehen es, was an den Indizes los ist. Der DAX ist megamäßig in Rekordlaune. Wir hatten ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, als so die Entscheidung war geht die Rallye durch die Decke oder kommt eher der Rücksetzer und da ist es jetzt so gewesen, da war dieses Kontraktionsmuster unter diesem alten Allzeithoch und das ist jetzt tatsächlich nach oben aufgelöst worden und das ist wichtig, hier Kontraktionsmuster, sage ich immer wieder, wer das kennt aus dem Fitnessstudio, die Kontraktionen, die werden irgendwann, wenn der Muskel schwächer wird, immer immer kleiner und irgendwann ja, saust halt alles durch und so ähnlich kann man das an der Börse auch immer wieder beobachten, deswegen habe ich das Teil einfach Kontraktionsmuster genannt? Äh, von der Seite her, ja, es läuft, würde ich mal so sagen, auch an den US-Börsen. Das Einzige, wo es ein bisschen tricky noch ausschaut, ist der NASDAQ. Äh, da müssen wir mal schauen. Es wird besser, aber das Thema mit der Zinssituation ist halt immer noch nicht so richtig vom Tisch. Zwar haben wir die aktuellen Inflationsdaten aus den USA bekommen und die haben die Märkte so ein bisschen beruhigt, aber man hat halt immer noch die Sorge, dass die Zinsen weiter ansteigen könnten. Und das Problem werden dann vor allem die kreditfinanzierten Unternehmen massiv zu spüren bekommen. Und deswegen ist der Nasdaq momentan noch so ein bisschen mit gebremstem Schaum unterwegs. Das wirkt sich auch um ein bisschen auf dem SP 500 aus, weil da ist ja auch einiges an Technologie drinnen. Im DAO beispielsweise sieht man das Thema gar nicht großartig belastet. Das hat halt den einfachen Hintergrund, dass er nicht so technologielastig ist. Und deswegen geht dort eher die Post nach oben ab banken beispielsweise stehen da sehr sehr weit vorne an an dieser Stelle also das Ganze hier mal so ein bisschen rundrum um das Thema Notenbanken. Dann bekommen wir heute um 14.30 Uhr noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. 14.30 Uhr findet dann auch die Pressekonferenz der EZB statt und äh, dann bekommen wir um 16 Uhr entsprechend noch die JOLS-Stellenangebote. Das Ganze hier mit los. Ich kriege jetzt noch die Frage, ob ich mich an der Stirn verletzt habe. Ja, ich hatte einen Infight mit einem Bären und der hat mich verletzt. Nee, Quatsch. Ich habe mich einfach nur äh, ja, wie soll ich sagen, etwas unbedarft bewegt in einer Situation, wo ich das hätte etwas äh, ja, mehr mit Bedarftheit machen sollen. Hat aber nicht wehgetan, aber man sieht es noch gut. Hier oben ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage, lieber Christian. Wir machen weiter mit dem Blick in die Märkte und das Ganze hier an dieser Stelle natürlich auch mit den Wunschmärkten. Ist heute eine Menge da. Ich sage es noch mal ganz kurz, was auf der Agenda steht. Also US-Dollar, Schweizer Franken, Kandollar, Schweizer Franken, Neuseeland-Dollar, japanischer Yen. Wir haben die Frage nach US-Dollar, Kann-Dollar und wir haben die Frage nach dem Euro- japanischen Yen. Das passt, ne? Und dann haben wir noch br britisches Pfund Yen. Äh, das hat man als Doppelfrage äh, sozusagen hier an dieser Stelle auch noch mit drinnen. Also, langweilig wird das heute auf. Keinen Fall. Wir haben noch die Frage, ähm, wie der britische Fund japanischer Yen eingeschätzt wird, äh, wo die Stärke des Funds herkommt. Also schauen wir mal, wie wir uns die Märkte jetzt genau beleuchten können. Dazu wie immer der Chart hier in Groß. Ich verschwinde einfach mal ganz kurz wieder zurück. Äh, in den Hintergrund und stellt die Charts mal vorne raus und damit haben wir jetzt äh, auf der Uhr gerade eben hier den Nasdaq, aber bevor wir den Index an dieser Stelle besprechen möchte ich zunächst erstmal kurz die Währungen mit angehen an dieser Stelle äh, und dann gucken wir uns nachher den Nasdaq nochmal ein bisschen äh, genauer an. Das machen wir heute auch mal noch ein bisschen im Detail, äh, weil ich morgen einen äh, kurzfristigen Termin bekommen habe, den ich wahrnehmen muss und deswegen äh, brauche ich morgen mal einen Tag frei sozusagen ähm, und deswegen wird morgen früh auch die Besprechung hier an dieser Stelle äh, diese Woche nicht stattfinden, weil ich einfach ja mal was vorhabe, das ich leider nicht verschieben kann. Ärgert mich auch ein kleines bisschen, weil das, was hier passiert ist, gerade wirklich so schön, so spannend zu sehen, aber es ist, wie es ist. So, also, los geht's mit ja dem Top-Peak heute bei den Währungen äh, und zwar US-Dollar, Schweizer Franken habe ich mir hier rausgesucht und das ist wirklich sehr, sehr interessant, was hier passiert. Ich mache den Chart mal noch ein bisschen größer. Das, was wir hier sehen, ist jetzt der Tageschart vom US-Dollar, Schweizer Franken und das sehen wir hier. Die schöne, starke Aufwärtsdynamik. Ne? Der schöne, große Aufwärtstrend hier auf Tagesbasis sehr, sehr weit nach oben gelaufen. Auch mit einer sehr, sehr starken Dynamik. Und wir haben am Montag auch noch mal einen Tag gehabt, dessen Tief, der hat, äh, der hat sozusagen zum, zum Wochenschluss quasi mit einem Down Gap eröffnet. Das wurde markiert bei 0,92,63,7 äh, sozusagen. Dann ging es rauf hier oben rein in diesen Verkaufsbereich hier drüben. Als sich der Abwärtstrend hier drüben fortgesetzt hat, das ist das Level um die 0,93, ähm, knapp 76. Da sehen wir, dort oben ist der am Montag getoppt und auch am Dienstag ist er nochmal reingeschnuppert und am Dienstag wurde alles fast rigoros abverkauft, was am Montag ähm, mit verdient wurde. Ja? Und das, das ist, muss ich sagen, momentan ein Zeichen, wo ich sage, uh, da sollten wir mal genauer hinschauen, denn. Der Trend an sich, der Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der ist weiterhin sehr, sehr stark unterwegs. Wir haben halt momentan eine sehr, sehr breite, ähm, sage ich mal, Range, die wir hier haben. Äh, die Range-Grenze wird halt vorgegeben unten durch das Tagestief vom Montag, oben irgendwo so ein bisschen äh, um diesen Widerstandsbereich. Das ist der Schwungbereich hier hin und her. Und wenn wir es in der Währung tatsächlich schaffen, nicht unter diese 0,92 knapp 64 zu fallen, sondern oben rauf zu laufen, dann haben wir wirklich richtig gute Karten hier aus dieser Korrektur heraus, ohne eine tiefere Korrektur zu sehen über die tiefe Preisleiste. Das Ganze mal ins Verhältnis gesetzt zu dieser starken Bewegung ist das halt eine relativ flache Korrektur. Wenn wir da direkt wieder hochlaufen und hier oben die 0,93758 rausnehmen, wären oben noch ein paar Anlaufpunkte, die durchaus relevant sind, denn wir sehen die Historie von hier oben angesehen, äh, vom Hoch, was wir hier letztes Jahr im März gesehen haben, über der Marke von 99 oder um die Marke von 9930. Das Ganze ist natürlich weit gesät, auch mit schönen Korrekturhochs. Und die nächsten beiden Level, die haben wir hier liegen, um die 0,94 knapp 68. Das ist dieses hier drüben. Und dann hier die beiden, die sich, ich habe das mal grob in einem Bereich von 0,95 ,95, 30 gesetzt. Na, hier oben ist natürlich ein bisschen die Spike-Suche, aber da oben ist das nächste Verkaufslevel. Also so. Nehmen wir mal hier 0,9530 bis 0,9540 äh, oben, dieser Schwungbereich. Das sind doch interessante Ziele auf der Oberseite. Allerdings dürfen wir die noch nicht zu früh in Augenschein nehmen, denn die Gefahr einer Ausweitung der Korrektur in die Chartunterseite ist schon. Ähm, definitiv auch vorhanden. Ähm, man muss halt sehen, wie es weitergeht. Wir wissen ja, dass, äh, dass äh, das Hilfspaket äh, in den USA jetzt auch durch ist. Es hat sich durchgesetzt gegen die Republikaner äh, in, den, in den USA und damit wird Biden jetzt, ich glaube, heute, wenn ich das richtig gehört habe, das Paket auch unterschreiben. Es wurde im vollen Umfang durchgegeben. Das heißt hier 1,9 Billionen. Es gibt die Schecks entsprechend, äh, wie das auch avisiert wurde, in Höhe von 1400 US-Dollar. Das wird die Wirtschaft alles ordentlich stützen in den USA. Ähm, das könnte natürlich den Dollar ordentlich stärken und das wäre dann genau der Punkt, der hier oben Sozusagen für den Flug nach oben raus sorgen könnte. Aber wenn das ein bisschen anders kommt, als wir das hier jetzt planen und im Handel an den Kapitalmärkten ist es ja oft so, dass es anders kommt, als man denkt, dann wird halt die Unterseite interessant. Fallen wir unter das aktuelle Wochentief drunter, wäre mal der nächste, sag ich mal, wichtige Auffangbereich hier drüben. Dieses Wendelevel um die 0,9195, also knapp 0,92. Warum ist dieses Level wichtig? Das war hier drüben ein Widerstand und da sind wir wirklich hier rangelaufen, haben hier so ein bisschen verharrt in diesem Bereich und dann sind wir ordentlich nach oben durchgestartet ähm, und deswegen ist das das erste Anlauflevel. Hier unten sind jetzt noch ein paar andere Marker drinnen und diese anderen Marker, die werden wichtig, weil wir schauen uns jetzt mal den Bewegungsarm an. Ich gehe noch mal ganz kurz auf den Tageschart. Was ist der aktuelle Bewegungsarm? Das ist dieser hier. Der Kam vom Tief in diesem Kontext raus. Man sieht das auch schön, wenn man sich den Trend mal einzeichnen lässt. Das hier ist der Bewegungsarm an sich und den natürlich, man sieht die Schwünge hier auch schön schon im ähm, Tagesschart auch drin, aber der Blick in den 4-Stunden-Chart macht es ein bisschen äh, offensichtlicher, wo die Lows dort liegen und es macht auch eins offensichtlich: sollten wir hier entsprechend unter dieses Wochentief fallen, dann haben wir einen kleinen Abwärtstrend da und dieser kleine Abwärtstrend ist dann genau das, was die korrektive Phase bringt. Das heißt, hier. Initial ging es runter, jetzt die Gegenbewegung. Und wenn wir da unten drunter durchfallen, dann haben wir einen Gegentrend, der dann auch dieses Level hier drüben, dieses kleine Haltelevel, das ist auch so ein bisschen zwischentief aus diesem Schwung hier oben raus, ähm, wegnimmt und dann haben wir halt einen Abwärtstrend und diese korrektive Phase, wenn man die planen möchte, wo die potenziellen Drehpunkte liegen, im Sinne des übergeordneten Aufwärtstrends, dann hat man halt ganz klar zunächst erstmal hier das nahe Level bei 0,91,95 und hier ist übrigens auch etwas, ähm, das sieht man sehr, sehr schön, warum dieses Level auch wichtig ist. Denn schaut mal, ich hoffe, man kann das sehen. Wartet mal, ich lösche mal ganz kurz hier diese Linie raus. Hier haben wir ein Verharren, eine, sage ich mal auch, das ist auch eine Art Kontraktion auf sehr, sehr hohem Niveau. Hier hat sich der kleine Trend leicht fortgesetzt. Hier, schaut euch das mal an. Hier kam es zur Trendfortsetzung. Und da haben wir hier oben drüber nochmal so ein bisschen leicht korrigiert. Und dann kam der dynamische Schub nach oben. Und deswegen ist halt dieses Level, was wir hier sehen, äh, um die Marke von 0,91,95, das ist ein wichtiges Drehlevel. Ansonsten, wie ich schon gesagt, wenn das nicht hält, können wir uns schön an den Zwischentief dieses bewegen orientieren und da haben wir auch ein paar relevante. Das nächste, was wir dann hätten, wäre die 09136. Dann haben wir hier diesen Umschwungbereich bei 09027. Das ist auch genau der Bereich, als wir hier im größeren in eine Trendfortsetzung gegangen sind. Also hier dieser Bereich hier oben, der ist da wichtig. Da sehen wir auch den Haltepunkt da unten und dann haben wir hier noch ein Band, ein Halteband sozusagen zwischen 08933 und 48. Das wäre also diese zwei Zwischentiefs, die wir hier haben, und dann stehen wir schon am Ende der Bewegung. Das ist das, was wir auf der Unterseite sehen, und das muss man einfach so ein bisschen immer mit im Hinterkopf behalten, äh, wenn wir uns das Ganze anschauen. Denn äh, wartet mal ganz kurz einen Augenblick, wir müssen noch mal kurz auf die Currencies draufgehen äh, hier an dieser Stelle, wenn wir uns die Futures auch mal anschauen wollen und einfach mal schauen, was macht denn beispielsweise gerade äh, der Schweizer Franken? Ich ziehe das mal ganz kurz rüber. Dann sehen wir halt, dass der gerade in seiner korrektiven Phase ist oben ran an das Widerstandslevel in Richtung 108 wenn der da drüber läuft das wäre dann nämlich genau das ein ein erstarkender Schweizer Franken und ein etwas, ähm, sage ich mal, schwächelnder US-Dollar hier, der kann ja auch noch ein Stückchen was nach unten korrigieren ohne Probleme. Das wird dann natürlich sehr, sehr interessant, wenn man das sieht. Denn wenn der Schweizer Franken plötzlich schwerer wird, drückt es ja den Markt hier nach unten und wenn der US-Dollar dann noch leichter wird, ist das das Gegengewicht, was auch weniger wird. Und das wäre dann genau das, was den Weg entsprechend nach unten hier... An dieser Stelle ähm, befeuert an diesem Punkt. Also hier an dieser Stelle der Blick in US-Dollar-Schweizer Franken. Wir bleiben bei den Währungen. Äh, wir gehen mal noch auf das Währungspaar Kand-Dollar-Schweizer Franken. Wir haben ja gestern auch die Notenbanksitzung in Kan-Dollar äh, in Kanada gehabt. Ähm, da gab es äh, keine, äh, keine, äh, keine Überraschung, sagen wir mal so. Also nichts, was den Markt massiv positiv oder negativ beeinflusst hat. Aber ähm, der Kan-Dollar ähm, war doch beruflich sozusagen oder ist beruhigt ist und ist aus seiner äh, sage ich mal seitwärts lethargie die wir hier haben äh, doch etwas nach oben hin ausgebrochen und jetzt wird es wirklich interessant wenn es nämlich schafft, hier oben über diese, naja, ich sag mal knapp 0,7940 hier oben drüber zu steigen, 0,7950, wäre das Fortsetzung hier des Aufwärtstrends. Dann haben wir hier in diesem großen Kontext wieder einen kleineren Aufwärtstrend und das dürfte den Kand-Dollar äh, dann deutlich bestärken. Und mit diesem Wissen im Hintergrund ähm, schauen wir uns jetzt mal eben kurz noch kan dollar Schweizer Franken an. Das Ganze zunächst erstmal auf alle Fälle hier äh, im Tageschart und das sehen wir halt da. Das ist momentan die Korrektur äh, im laufenden Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend ist hier tatsächlich intakt. Gestern gab es das Umkehrsignal. Das ist diese Kerze hier. Und wir sehen jetzt, dass der untergeordnete Zeitrahmen schon wieder nach oben strebt. Setzt sich also hier der kleine Trend fort. Dann haben wir die guten Chancen hier. Trendfortsetzung zur Oberseite rein. Ich setze hier mal drauf. Da oben grob um die äh, 74. Wo haben wir es gehabt? Das Hoch haben wir hier gehabt bei 0,74,8. Das wäre dann sozusagen... Der Weg nach oben. Und wenn ich das mal kurz noch auf die Woche schiebe, die nächsten Level, die wir dort dann haben, da oben das Widerstandsband, ist schon nicht von schlechten Eltern. Aber der nächste Anlaufbereich, den wir auf der Long-Seite hätten, wäre mal hier bei 0,74, knapp äh, 45. Und das ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, wenn wir es tatsächlich schaffen, hier übers Wochenhoch drüber zu steigen. Ähm, und da ist der Weg dann nach oben hin erst einmal gedeckelt. Aber es macht Sinn, hier mal genauer hinzuschauen. Das heißt, schauen wir mal kurz in den Trend rein. Schaut mal hier, da ist die Umkehr unten gekommen. Schöne Bodenbildung. Wir müssen jetzt allerdings mal noch eine Zeiteinheit kleiner gehen, dass man es besser sehen kann. Und schaut mal hier, das war der korrektive Trend. Zwischentief zwischen hoch, drüber gegangen, Korrektur und jetzt haben wir hier einen schönen Aufwärtstrend am Laufen und wie schon gesagt, wenn der sich nach oben hin fortsetzt, hier oben drüber, wäre mal das nächste Haltelevel hier oben das aktuelle Trend hoch und die Fortsetzung dieses Trends hätte auch ein sehr, sehr wichtiges Signalwirkung, denn dieser Bereich, den wir hier oben haben, wir sehen es an dieser Stelle sehr, sehr deutlich, das ist mal definitiv ein Bereich, äh, den wir schon als Verkaufslevel äh, identifizieren können und wenn das plötzlich vom Markt ausgenommen wird, ja, dann können wir davon ausgehen, dass es durchaus den ein oder anderen Händler gibt, der dazu genötigt ist, seine Short-Position zu schließen, und das bringt dann Druck auf den Markt nach oben. Noch haben wir es nicht so weit, noch müssen wir abwarten, was passiert, denn äh, die Chart-Unterseite ist natürlich auch interessant. Ich lege einfach mal kurz, bevor ich hier weiter erzähle, äh, hier ein paar Marker nach unten rein, die hier wichtig sind, denn äh, das ist ein ein wichtiger Fakt, den wir hier haben. Äh, Wartet mal ganz kurz, ich muss mal den Chart ein bisschen kleiner machen, denn ähm, es hat einfach noch nicht ganz fertig. Ne? Wir müssen erst die Entscheidung hier oben draus rausfinden. Das ist also wieder mal ein so schöner Drehpunkt hier. Ähm, und die, die, bärischen, äh, die bullischen Chancen haben wir ja besprochen. Was jetzt noch fehlt, ist quasi hier an dieser Stelle äh, sozusagen die äh, bärische Seite. <laughs> und da müssen wir mal auf den Trend schauen, äh, denn der Trend schaut mal hier. Das war der Bewegungsarm und das ist jetzt die Korrektur und wir können ohne weiteres bis in diesen Bereich hier unten rein in die korrektive Phase gehen. Das ist die Tagesbasis, die da auch wichtig wird. Und da sehen wir es jetzt halt an dieser Stelle. Äh, wenn wir hier diesen Schub nach oben, äh, der jetzt sehr, sehr schön nach oben läuft und der wirklich auch in Richtung des Tagesschatt geht, sollte der sich allerdings dafür entscheiden, die Unterseite zu spielen, also quasi hier unten drunter durchzurutschen, dann haben wir halt einen Abwärtstrend. Den haben wir dann hier im Kleinen. Und das ist dann genau das Zeichen, dass wir sagen: Okay, jetzt müssen wir die Unterseite beleuchten. Und. Falls wir darunter fallen, erst einmal bis hier unten hin 0,73, knapp 30 haben wir hier unten. Da haben wir noch im Nahen zwei Anlaufmarker, hier die kleinen Mini-Zwischentiefs bei 0,73, knapp 55 und hier die 0,73, 45, 46, die sind dann da. Wenn das Tief hier fällt und sich tatsächlich der kleine Abwärtstrend auf der Stunde bildet, ja gut, dann müssen wir schauen, was passiert hier unten bei 0,72, knapp 85, also dieser Bereich hier unten. Das wäre mal dann der nächstgrößere Bereich, der Auffangbereich hier mit Blick auf den Stundenchart, stunden Da haben wir das Korrekturtief. Und wenn wir das mal kurz auf den Tageschart auch legen wollen, dann sehen wir es halt auch die großen Bewegungen, die hier da sind. Da hatten wir hier einen Haltepunkt. Der war wichtig und da ging es hoch und deswegen ist das mal dann das nächstgrößere Auffanglevel. Noch ist es nicht so weit, ja. Noch ist alles im grünen Bereich. Der Markt hat tatsächlich auch die Chancen zur Oberseite rauf zu laufen und dann schauen wir mal noch äh, im äh, Blick auf den japanischen Yen. Wir hatten ja vor kurzem das Währungspaar austral japanischer yen Da können sich all diejenigen freuen, die hier auch dabei gewesen sind. Das Setup haben wir ja auch miteinander besprochen hier. Die Chancen, die wir hier auf der Oberseite und der Unterseite hatten, wo wir einfach gesagt haben, auch hier gab es ein Kontraktionsmuster und der Markt schoss sozusagen jetzt wirklich schön nach oben durch mit einem schönen Momentum hier zur Oberseite rein. Und das ist interessant und deswegen ist gut zu sehen, wie der Markt hier spielt. Wie schon gesagt, Anlaufmarken haben wir hier auf der höheren Seite natürlich auch noch liegen. Wir müssen erstmal sehen, zunächst was hier oben passiert in diesem Widerstandsbereich hier um die Marke von 85 50 in etwa. Wartet mal, ich lege da mal kurz eine Linie rein hier oben. Das wäre wichtig, das ist das Vorwochenhoch hier. Was haben wir hier? Ja, nein, das Vorvorwochenhoch. Also, wenn wir hier tatsächlich über die äh, 85 äh, japanische Yen ansteigen, könnte das durchaus noch deutlich mehr Schub nach oben aufbringen. Also, es geht ganz gut voran hier. Woran liegt das so ein bisschen? Da schauen wir noch mal ganz kurz auf die Futures und da schauen wir uns mal eben kurz den Yen an. Der Yen ist sozusagen hier momentan heute wieder etwas schwächer. Äh, sieht so ein bisschen aus, als wenn er durchaus die Korrektur beenden könnte und sich dann hier auf den nächsten Punkt unten auf die 0,91 bewegen kann. Und dann haben noch den Australdollar, der wiederum spielt jetzt wieder die Stärke aus, das heißt, er wird stärker. Und wenn wir das aufs Währungspaar sehen, dann haben wir einfach die Gewichtigkeit der japanischen Yen, wird schwächer, der Australdollar wird stärker. Und dann geht das Ganze halt nach oben. Und genau dieses Spiel sehen wir auch beim Neuseeland-Dollar. Schaut euch das mal an hier. Der wird ebenfalls stärker an dieser Stelle. Und da können wir beides entsprechend hier spielen. Das heißt, wir gehen mal kurz auf Neuseeland-Dollar, japanischen Yen. Ich glaube, den habe ich hier noch gar nicht offen gehabt. Moment, da muss ich mal schauen, ob wir den schon mal gehabt haben. Neuseeland-Dollar, japanischen Yen. Nee, haben wir noch nicht gehabt. Das heißt, wir machen den einfach mal auf. Äh, und dann schauen wir uns diesen Chart hier auch direkt nochmal an. So, Neuseeland, Dollar, japanischer Yen. Wer sich jetzt wundern mag, warum ich äh, Chartfenster hier noch gar nicht offen habe, wo ich aber weiß, dass diese Währungspaare an sich offen sind, ich mache meine Handelsvorbereitung äh, mit einer anderen Chartsoftware, die ich einfacher benutzen kann ähm, als den Stereo Trader. Der Stereo Trader ist ein Tool, das kann man gut zum Handeln benutzen. Ähm, fürs Research äh, macht mir äh, die, 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 die Arbeit der Stereo Trader ein bisschen schwieriger. Äh, aus diesem Grund bin ich hier in der Vorbereitung anders unterwegs. Also hier mal das Währungspaar Neuseeland-Dollar-Japanischer-Yen. Und das ist doch sehr, sehr interessant, was wir hier sehen. Ne? Im Kurzfristbereich auch der Schub nach oben. Wir schauen uns das Ganze allerdings zunächst erstmal auch hier mit Blick auf die Woche an. Und wir sehen es hier oben, was hier gerade passiert. Das letzte Widerstandslevel, was wir hier gehabt haben, das hat der Markt jetzt komplett rausgenommen. Schaut mal hier, das war der Ausbruch über die Marke von äh, 76. 78 in etwa, das ist jetzt quasi auch ein Supportbereich und das nächste Level, was wir auf der Oberseite da haben, ist auch hier das ähm, Vorwochen, also das Vorvorwochenhoch sozusagen hier äh, in diesem Bereich drinnen, hier da oben, das wäre mal das nächste Level, was wir hier haben äh, und dass der Widerstandsbereich hier in diesem, in diesem Level auch da ist, das sehen wir auch relativ gut, hier das kleine Zwischenhoch und was wir auf der Oberseite natürlich auch noch haben ist, wir haben deutlich Potenzial noch aus der der vorangegangenen Abwärtsphase, die wir hier haben, ähm, kann man das Ganze genauso gut spielen äh, wie im Austral-Dollar, japanischen Yen. Ne? Und da haben wir hier schön die Anlaufpunkte. Schön immer auf die Zwischenhochs gehen. Ich markiere die einfach nur mal ganz, ganz grob, damit man mal sieht, was hier liegt. Also wenn es der Markt tatsächlich über das Vorvorwochenhoch hier oben schafft, das haben wir liegen bei, das Hoch war bei 79,21 hier an dieser Stelle. Wenn wir das wegwuppen, haben wir dann entsprechend hier das kleine Zwischenhoch. Um die knapp 79,60 und dann folgt hier die 81 in die 50. Da ist viel Potenzial da und das auch mal kurz mit Blick in den Vier-Stunden-Trend. Und da haben wir auch das Schöne, wo man sieht, Trend in Trend innerhalb einer Zeiteinheit dass man das hier hat und das ist doch hervorragend, sowas zu sehen. Schaut mal hier das Ganze, das war der Abwärtsschub in diesem übergeordneten Aufwärtstrend. Ja und was haben wir dann? Schaut euch das mal an, Herr. Das ist wirklich immer so schön, wenn wir sowas hier an dieser Stelle sehen, äh, wenn sich ein neuer Trend bildet hier. Das ist die Aufwärtsphase. Dann hatten wir hier nochmal eine Korrektur von oben raus. Das Korrektur hatten wir hier drüben. Und jetzt sind wir halt auch hier wieder in einen Aufwärtstrend gelaufen. Das heißt, wir sehen im 4-Stunden-Chart tatsächlich hier der schöne Aufwärtstrend. Der wurde tief korrigiert. Hier nah ans alte Bewegungshoch ran, äh, tief ran und jetzt haben wir hier einen untergeordneten Trend, der das Ganze schön nach oben bringt. Also, das sieht sehr sehr interessant für die Long-Seite an dieser Stelle entsprechend auch mit an an ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also, das ist der Blick in ähm, Neuseeland-Dollar-Japanischen-Yen. So, jetzt mache ich das Fenster gleich mal wieder weg, damit das hier aufgeräumt äh, bleibt sozusagen. Und dann sind auch die vorbereiteten Trades oder Handelsideen durch. Dann können wir uns jetzt hier an dieser Stelle gemeinsam um die Wunschmärkte kümmern. Also, hier an diesem Punkt schauen wir drauf. Übrigens, zum Thema auch Wunschmärkte. Äh, ich muss hier mal was noch loswerden, ähm, was mich an dieser Stelle persönlich. Nicht, äh, immer äh, bewegt, wo ich mir sage, Mensch, ich bekomme immer wieder so gute Rückmeldungen an dieser Stelle äh, über die Sachen, die wir hier miteinander besprechen, dass viele, viele Dinge auch immer wieder zu guten Handelsideen führen. Wir zeigen es ja hier an dieser Stelle oder wir sehen es ja auch hier jeden Morgen. Ähm, und ähm, ich würde mich freuen, wenn davon noch viel, viel mehr Menschen ähm, auch Kenntnis nehmen. Äh, und äh, es gibt in der heutigen Zeit im Social-Media-Bereich etwas, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar, das kostet niemanden von meinen Zuschauern irgendetwas an monetären Mitteln. Nur eine Millisekunde vielleicht an Zeit, ein Sekündchen. Und zwar. Gebt mir bitte ein Like. Like die Videos, schreibt eure Kommentare, aber ganz, ganz wichtig ist: gebt mir ein Like, macht Thumbs up, egal ob hier in Facebook oder auch ähm, dann hinten dran auf den Aufzeichnungen, wenn ihr euch das später anschaut hier auf Facebook oder auch auf äh, dem YouTube-Kanal. Das Däumchen hoch hinter jedes Video, das ist äh, so unheimlich wichtig, das kann man sich kaum vorstellen. Und damit zeigt ihr halt der Welt, was der Seidel da macht, ist nicht verkehrt. Wenn euch mal was nicht gefällt, gebt mir ruhig auch einen Daumen runter. Das gibt mir so ein bisschen auch ein Feedback, was gut ist und was nicht gut ist. Damit geht man viel, viel zu sparsam um. Ich habe das auch gelernt, äh, wenn ich der Meld sage, was ich denke ähm, und der auch zeige. Und zum so Däumchen hoch ist eine feine Sache. Also. Ran an den PC oder ans Handy oder mit was auch immer Sie hier zuschauen. Däumchen hoch, Däumchen runter, völlig wurscht ein Herzchen. Aber bitte, da wäre eine Aktion sehr, sehr wünschenswert. Also auch jetzt würde ich mich echt freuen. Däumchen hoch sehe ich auf Facebook. Das gefällt mir sehr. Kann man auch im Nachgang machen. Und wir machen jetzt weiter mit den Wunschmärkten. Also das wäre für mich ein schönes Dankeschön, äh, wenn ich für die vielen Wunschmärkte, die wir hier auch miteinander besprechen, auch die Däumchen hoch bekomme. Das würde mir sehr, sehr freuen oder mich freuen. Und nehme ich mal an, auch den ein oder anderen hier zu uns in die Community bringen. Und dann können wir hier jeden Morgen mit noch mehr Leuten gute Trades identifizieren. So, los geht's weiter jetzt mit den Wunschmärkten an dieser Stelle. Das heißt, wir gehen als nächstes auf das Währungspaar US-Dollar-Kanadischer-Dollar ein. Auch als Canadian-Dollar hier bezeichnet und auch bekannt ähm, allseits. Und das ganze Währungspaar haben wir hier gerade auch als Wunschmarkt sozusagen. Und das schauen wir uns natürlich jetzt auch mal noch in hier mit an, das heißt an dieser Stelle. Ähm das kanadische Dollar-Währungspaar mal anschauen. Tagesbasis haben wir hier. Die Verortung ist sehr, sehr, sehr interessant. Wir sehen es hier unten: dieser Bereich. Moment, das muss ich jetzt mal ein bisschen größer machen. Also, wir sehen, dass dieser Markt hier sehr, sehr stark unter Druck geraten ist. Und wir sehen halt auch, wo wir gerade verortet sind: nämlich ähm, hier unten in diesem alten kleinen Schwungband. Und wir sehen es halt: der übergeordnete Trend ist definitiv abwärts gerichtet. Und die Marke. Die jetzt für uns Trader interessant wird, ist dieses Zwischentief hier unten, die 12575. Warum ist diese Marke so wichtig? Das erkläre ich sofort. Nämlich, wenn der Markt dort drunter fällt, dann haben wir den nächsten Abwärtstrend. Das heißt, Thema Abwärtstrend an dieser Stelle, auch hier, ich skizziere das einfach nochmal ganz kurz mit runter. Da haben wir dann wieder den nächsten Trend. Untergeordnet, der in Richtung des übergeordneten Trends läuft. Ne? Also der übergeordnete Trend, der kommt ja sozusagen von hier oben. Ich zeichne mal das letzte Stückchen ein hier. Das war quasi das hier unten. Da hat er seinen Trend tief gefunden, um die 1,24,68 in etwa rum. Jetzt haben wir hier die Korrektur. Und wenn wir hier unten unter diese 1,25,75 fallen sollten, dann haben wir hier einen kleinen Abwärtstrend. Und der hat dann das Potenzial, zunächst erstmal hier unten ins Trendtief reinzufallen. Und das ist für die kurzfristigen Trader interessant, denn wir sehen hier mit Blick auf den 4-Stunden-Chart schon äh, den nächsten Trend. Hier ist er da, der kleine Abwärtstrend. Also da das, was wir hier an dieser Stelle sehen, haben wir wieder fallende Hochs und fallende Tiefs. Und da sehen wir auch, erstes Indiz wäre meine Fortsetzung hier mit Kursen unter 1,2590. Und dann haben wir hier den Punkt unten, den wir gerade im Tageschart auch hatten. Und wenn das Thema wegfällt, dann sehen wir, dann ist hier nicht wirklich viel, was bis äh, zum Trendtief bei 1,2468 in etwa unten aufhalten kann. Ja, das wäre nur das kleine Stückchen hier unten, was wir da dann haben. Und dann, wenn man sich das nochmal anschaut, Beispielsweise im 15-Minuten-Chart, da müssen wir mal schauen, ob ich überhaupt in der Historie zurückkomme. Ja, da sehen wir, selbst im 15-Minuten-Chart ist da nicht viel da. Was man als Marken sehen kann, wäre möglicherweise hier drüben an dieser Stelle. Im Moment, da muss ich mal kurz äh, das Bild ein bisschen ändern hier an diesem Punkt. Also hier, da hätten wir das unten liegen hier. Das wäre mal ein kleines Level, als der Markt hier hochgetrendet ist um die Marke von 1,2555. Ja und dann ist schon echt gewesen viel tiefe Korrektur, ausgereifte Korrektur haben wir hier nicht wirklich gehabt. Ja hier noch mal dieser Drehbereich hier unten möglicherweise um die 1,2510. Aber das war es dann schon. ne? Also das Schutzsignal ist auf alle Fälle da, kurz vor Triggerung sozusagen. Wenn man sich das mal anschaut, sehr, sehr interessant, sehr schön gesehen. Ähm, das Ganze würde mich hier an dieser Stelle nicht wundern, wenn wir hier unten drunter durchrutschen sollten. Ansonsten, wenn das nicht passiert, das heißt, wenn der Markt hier unten innehält, und deswegen möchte ich hier nochmal ganz kurz aufgehen, sollte es hier zu einer Bodenbildung kommen, äh, dann haben wir auf der Oberseite auch noch was Interessantes, denn die kleinen Zwischenhochs. Ne? Also, bis hier hoch wäre ja erst einmal ganz normal. Da oben haben wir schön den Widerstandsbereich auch liegen. Äh, der ist definitiv vorhanden und das ist halt das Level hier oben, als wir hier schon zweimal angestoßen sind und rangedreht sind. Und dann ist der Markt ja hier auch wieder runter getrendet im kleinen Bereich. Und da haben wir schön die Zwischenhochs liegen. Das heißt, kommt es tatsächlich eher zu einem Abprall. Momentan sieht es überhaupt nicht danach aus. Ja, aber wenn das passiert, ich weiß ja nicht, an welcher Stelle man hier steht, die 26, 1,26, 20 haben wir da hier ganz nah, die 1,26, knapp 26 und dann obendrauf hier das Zwischenhoch dort oben bei 1,26, 65. Das sind interessante Anlaufmarke auf der Oberseite, sollte es der Markt sich doch ein bisschen anders überlegen. Hier im kann dollar also US-Dollar, kanadischer Dollar. Das Ganze mit Blick darauf. So, dann schauen wir mal noch auf das Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen. Ne? Der Yen ist heute stark gefragt. Hier äh, der Blick in den Wochenchart, da sehen wir, die Party ist weiterhin nach oben im Gange. Irre, was hier los ist. Ich zoome dir mal ganz kurz noch zusammen. Ähm, wir haben es ja hier auch besprochen. Nächster Anlaufpunkt. Wir haben jetzt die 149,50 definitiv hinter uns gelassen. Hier Nächstes Level 15380 ist da. Wer hier auf die Bewegung noch aufspringen möchte, nimmt sich gerne die kleineren Zeiteinheiten zunutze. Und da sehen wir hier, ich blende es mal ganz kurz ein, im 4-Stunden-Chart schön den Trend nach oben entsprechend laufen. Der kleine, der Bewegungsarm sozusagen von unten raus, jetzt mal mit Blick auf die 4 Stunden. Und da haben wir ganz klar, ganz, ganz klassisch hier an dieser Stelle einfach nur darauf zu achten, was passiert hier. Und wenn wir hier sozusagen auf den Trend mit aufspringen wollen, da gibt es eine Möglichkeit. Das ist nicht die ultimative, aber eine, die durchaus funktional ist. Und zwar zu sagen: Okay, wir schauen einfach mal an. Wir nehmen die vier Stunden hier als Richtungsgeber. Die sind ja in beiden Trendgrößen, die wir hier sehen, aufwärts gerichtet. Und dann nehmen wir uns einfach mal den letzten Bewegungsarm hier unten von unten nach oben rauf und da ist sozusagen in der kleineren Zeiteinheit hier auch schön der Trend zu sehen und da gehen wir mal in den 15-Minuten-Chart zum Beispiel rein äh, und den nehmen wir uns ran und da schauen wir wann eine Korrektur einsetzt ne? und hier sehen wir es halt in diesem Bereich auch sehr sehr schön das ist der Trend der hier sich nach oben schlängelt nach oben schön schwingt ähm, hier war das hoch hier war das letzte zwischentief hier läuft es nach oben wenn dieser Bewegungsarm hier den wir hier haben das letzte Stückchen wenn dieses letzte das letzte Stückchen äh, quasi in die Korrektur geht, dann haben wir gute Chancen einzusteigen, wie schon gesagt, das Zwischentief sehen wir ja hier unten, das ist dieses Level hier, was wir dort gehabt haben und das wäre dann quasi äh, das Tief dieser Phase, die wir hier haben, äh, das wäre der, der größere Supportbereich hier ähm, auf der Stunde beziehungsweise dem 4-Stunden-Chart. Da darf es nicht runtergehen, sonst ist der 4-Stunden-Chart rausgenommen. Äh, da sieht es dann eher nach einer tieferen Korrektur für den Tagstrend aus. Aber wer die 4 Stunden nimmt, das ist der Bewegungsarm der Letzte und diesen Bewegungsarm hier. Da sehen wir, wenn der Markt hier in die Korrektur unten reingeht, dann können wir, sobald der Markt wieder nach oben dreht, aus der Korrektur heraus einsteigen. Und aus jetziger Sicht ist es natürlich logisch, der nächste Anlaufpunkt wäre erstmal hier oben an dieser Stelle. Da müssen wir einfach mal abwarten. Vielleicht läuft er direkt hoch, ja, da wäre das die Fortsetzung des Ganzen. Fallen wir aber drunter und ein Indiz wegen dem Drunterfallen gibt es schon hier. Das erste, aber das ist wirklich, das ist... Das ist mini, 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 ja. Also das ist bei Weitem noch nicht so, dass ich sage, das hier ist gebrochen. Ja? Das ist da bei Weitem noch nicht so. Aber ein erstes Indiz, wenn wir drunter fallen, gibt es hier unter... Der Marke von 151,43. Wenn es darunter geht, wäre dann mal der nächste Anlaufpunkt hier unten dieses Level, wo der Markt auch gedreht ist, so um die 151,15 rum. Das ist ein guter Marker und das kann man sich so ein bisschen äh, hinnehmen und sagen: Okay, wenn wir aus der Korrektur heraus einsteigen wollen, wären das gute Drehpunkte. Oder man sagt sich einfach: Okay, die letzte Bewegung lief hier unten von diesem Zwischentief, wo haben wir es drin stehen? Ich klemme es mal ganz kurz drauf. Also von 150,53 bis 151 68 69 oben rein, das ist mal der Bewegungsarm und dann kann man sich auch sagen, okay. Unscharfer Einstieg aus der Korrektur. Ab 50% Korrekturtiefe geht man einfach in die Long-Position rein ähm, oder man geht da in die Bar-by-Bar-Bewegung rein, dass man durchläuft und sobald der Markt wieder steigt, den, den Einstieg immer auf die Kerzen, unten auf die Kerzen hochs nachziehen und wenn der Markt wieder drüber steigt, ist man dann dabei. Da gibt es diverse Möglichkeiten, aber die Analyse der Grundsituation kann man hier über diesen Weg relativ einfach machen. So, damit haben wir Euro-Yen. US-Dollar kann Dollar. Britisches Pfund, japanische äh, Yen haben wir auch durch. Äh, wir haben dann mal noch eine Frage, wo die, wo die Stärke äh, vom britischen Pfund ähm, plötzlich herkommt. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich kann auf solche Fragen nicht immer so im Detail antworten, weil ich manche Sachen als Händler gar nicht so auf der Uhr habe. <laughs> Einfach weil ich es für meinen Handelsstil gar nicht brauche. Denn äh, für mich ist wichtig, dass ich wichtige, Info, in, wie, sag mal, mal wichtige Stellen in den Charts ähm, ausmache und dort sozusagen äh, meine... Meine Handelsideen äh, äh, entsprechend trade und ich begebe mich ähm, nicht so oft äh, auf Langzeitsuche, welche kleine Nachricht denn jetzt dafür gesorgt hat, dass sich ein Wert bewegt hat. Äh, das an dieser Stelle nur mal dahingesagt. Aber wenn wir uns mal ganz kurz anschauen, also das ist halt etwas, das ich dann immer mache, wenn ich sowas auch sehe, ob sowas auch nachhaltig ist. So eine Stärke. Wir haben ja hier beim britischen Pfund äh, den Yen, den haben wir hier. Hier sehen wir es, der schwächelt heute wieder. Äh, und dann haben wir hier noch das Fund. Und das Fund ist mittlerweile auch wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben. Und wenn wir hier einfach das Ganze sehen: der, das Fund geht gerade in die Gegenbewegung zu dem letzten Kursrutsch hier. Und das Yen wird, der Yen wird schon wieder schwächer. Dann sehen wir halt einfach ein stärkeres Fund, leicht stärkeres, einfach nur eine Gegenbewegung. Ja, also, ich sehe jetzt hier nichts Substanzielles, dass wir plötzlich solche äh, lang anhaltenden, starken Kursschübe haben, sowas wie hier beispielsweise. Da würde ich mich dann schon mal auf die Suche nach Nachrichten machen, aber hier diese, diese kleinen Dinge in, in diesem Kontext, das ist jetzt wirklich nichts, wo ich sage, okay, da muss ich mal in die Tiefe gehen. Ähm, das habe ich dort gar nicht gemacht. Das heißt, das, was ich hier jetzt an dieser Stelle sehe, ist wirklich einfach nur die Gegenreaktion. Äh, das britische Fund läuft so ein Stück nach oben. Das Yen geht jetzt schon wieder ein bisschen runter, aber wenn ich mal so ein bisschen, ähm, äh, sage ich mal, äh, naja. Beide Währungen sind momentan nicht wirklich äh, massiv stark. Ne? Also, ich meine, gut, wir sind hier aus der Korrektur, die Stärke kommt zurück im Yen, äh, im, im Fund, wenn wir hier oben über diese 1,40 wieder drüber laufen. Ja, weil der britische Fund ist schon stark unterwegs, schön in einem Aufwärtstrend. Verglichen mal mit dem japanischen Yen, da ist das ganz, ganz deutlich. Der Yen ist die, die, die deutlich schwächere äh, Währung an dieser Stelle. Aber wenn man mal das Ganze in dem extrem kurzfristigen äh, Zeitrahmen sehen möchte äh, und mal ganz kurz hier in den Stunden. Chart reingehen möchte äh, beim Fund, dann sehen wir halt, der kam halt schon von oben nach unten runter und der ist halt im kurzfristigen eher in einem Abwärtstrend verortet. Das ist das, was wir auf der Tagesbasis gerade sehen. Der schub nach unten und jetzt die kleine Gegenbewegung hier oben rein. Ähm, da ist der auch momentan ein bisschen schwächer unterwegs, aber das ist auch normal, weil der ist gerade in seiner Korrektur. Ähm, aber ansonsten, wie schon gesagt, das Fund ist ja seit längerer Zeit gefragt und das hat halt einiges auch mit, äh, mit dem ganzen äh, wirtschaftlichen Umfeld in Großbritannien zu tun, dass man da auch sehr, sehr viel Hoffnung äh, entsprechend ähm, pflegt, dass sich das Ganze alles irgendwann auch wieder vernünftig entwickelt. Ähm, weil, wenn man mal sieht, äh, wo, das, äh, wo das Fund entsprechend herkam, ich gehe mal kurz hier auf den, auf den Monatschart. Äh, wir standen mal hier oben bei, äh, bei 1,11, 1,12 und sind in Tief unten reingefallen auf 1, äh, etwas unter 20. Ähm, wenn man das mal sieht und das in den Kontext steckt, dann sieht man halt schon, dass das ziemlich geprügelt wurde, die ganze Geschichte. Und wir jetzt die Korrektur zur Oberseite sehen und hier oben an diesem Zwischenhoch um die 143,80 um rum, da wird es dann halt wirklich interessant, wenn wir da auch drüber fliegen, dann können wir deutlich höhere Kurse entsprechend sehen und das ist auch das, was bei den großen Investoren dann ersichtlich wird und dann auch mit Sicherheit dort an diesen Stellen interessante Sachen zur Bewegung mit rauskommen. Das entsprechend äh, zum britischen Pfund japanischen Yen. Äh, und dann äh, werde ich hier noch gefragt, äh, wie äh, die Majors hier handeln, also äh, wie ich die Majors handle ähm, ähm, mit einem Zertifikat äh, oder über die CFDs. Also äh, ganz ehrlich, wir sprechen hier ja bei Tickmill auch äh, über äh, diese ganzen Währungs-CFDs und dafür gibt es auch einen Grund. Äh, ich handle überhaupt keine äh, Zertifikate äh, auf, auf, auf Währungen. Äh, das, äh, das liegt mir fern, weil diese Konstrukte gefallen mir einfach von der Art und Weise nicht. Das heißt, wenn mich jemand fragt, wie man das tradet, dann mal wenigstens oder andersrum nicht über diese Zertifikate, sondern sehr, sehr gerne über die über, die, über einen sehr, sehr guten Forex Broker, wie das Tickmill ist. Da hat man deutlich, deutlich bessere Gebühren, deutlich flexiblere Handelszeiten hier an dieser Stelle auch. Da ist man nicht von irgendjemandem abhängig, der einen zu irgendwelchen Zeiten im Zertifikatenkurs stellt und Hofft, dass dort alles gut geht. Also, no way, no way. Na, wenn, dann über den Weg, den wir hier jeden Morgen besprechen. Und wer das Interesse oder wen das interessiert, bitte bei Tickmill mal vorbeischauen, das Ganze immer wieder anschauen. Das Ganze läuft hier an dieser Stelle. Also, das äh, dazu und dann äh, haben wir noch eine Frage zum Öl und zum Nasdaq. Ich gehe zunächst mal kurz aufs Öl drauf hier. An dieser Stelle Öldaten gestern übrigens auch äh, ziemlich schlecht ausgefallen. Ähm, deutlicher Zuwachs von Lagerbeständen. Ich schaue noch mal ganz kurz nach. Wir haben ja gestern die Zahlen bekommen. Da war es gewesen, Rohöllagerbestände, ein Zuwachs von äh, über 13,7 Millionen äh, Barrel. Das ist schon eine ganze Menge, ist ein bisschen weniger Zuwachs als letzte Woche, aber äh, brutal über dem, was die Analysten erwartet haben. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal kurz in der Korrektur an dieser Stelle auch mit an. Das heißt hier, Gehen wir mal oben durch, einfach mal eben auf den Tagesschart drauf. Und da sehen wir hier an dieser Stelle jetzt, Moment, da muss ich mal kurz ein bisschen größer das Bild machen, dass wir es besser sehen können. Also die Korrektur, Moment, das kriege ich so nicht weg. Hier muss ich raus. Komm her, du. Jetzt, das will ich doch weg haben. Also, was ist jetzt wichtig zu sehen? Wir sind verortet im Aufwärtstrend, das ist ganz klar. Und wir haben es gesehen. Das war vorher auch immer ein sehr, sehr schönes Zeichen. Wenn wir eine Umkehr aus der Korrektur bekommen und der kleinere untergeordnete Trendverlauf in die Oberrichtung läuft, war das immer ein gutes Zeichen, die Long-Richtung zu wählen. Jetzt haben wir es so. Gestern kam das Umkehrsignal. Ich gehe in die Stunde rein. Das brauchen wir jetzt hier. Und da wäre es jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, das Umkehrsignal, dass das erstmal eine Bestätigung findet. Mit Blick auf den Ölpreis muss man hier nämlich eins betrachten: Moment. das, Moment, sehen wir es hier, jawohl. Schaut es euch mal an. Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung unten rein. Das hier ist der Bewegungsarm. Hier oben haben wir das Trend hoch liegen. Das heißt, das Trend hoch, das haben wir erst hier oben, das Korrekturtrend hoch über der Marke oder um die Marke von 65,95. Das heißt, die Minimum, das Minimum ist schon erreicht. Hier oben drüber. Wenn wir hier über. Diese Oberseite drüber fliegen ist das Minimum, was ich sehen möchte für einen, für, einen, für einen Wende für eine Wendemöglichkeit aus der Korrektur heraus, dass wir hier über die 65,13 über das Zwischenhoch oben drüber laufen. Darüber, dann sind wir auf der Longseite unterwegs. Das ist das, die Bestätigung von dem Umkehrsignal gestern quasi. Und das hier oben raus bei 65,95, das wäre dann mal das nächste Anlaufziel auf der Oberseite. Und dann haben wir den Weg nach oben hin Richtung knapp 68 Dollar äh, auch wieder offen. Und das kann man durchaus Spielen. Das heißt, gestern kam die Umkehr, läuft es hier oben drüber, wird die Umkehr von gestern bestätigt und wir haben gute Chancen, oben mit raufzulaufen. Das zum Öl und dann schauen wir uns jetzt nochmal kurz den NASDAQ an. Ähm, und da ist, äh, sage ich mal so, es ist sehr, sehr schön zu sehen, was hier im NASDAQ momentan passiert, aber wir sehen halt, der Markt ist weiterhin extrem äh, volatil unterwegs äh, und das, äh, ja, das bringt halt der Nasdaq so mit sich. Und die Situation mit den Zinsen ist halt immer noch nicht final geklärt. Ne? Also, das muss man einfach so ein bisschen auf der Uhr mit haben. Ich lösche hier mal kurz die Sachen raus, die wir nicht brauchen. Also, das heißt, schaut euch das mal an. Der Abwärtstrend, den wir hier haben, der ist weiterhin intakt. Deswegen zeichne ich das Tool mal ein. Ja, also, da gibt es jetzt überhaupt noch nichts, wo man sagen kann, Entwarnung ist da. Das ist halt im Nasdaq. Äh, ich sag mal mal so relativ typisch dieses Verhalten durch diese starken Schwankungsbreiten, äh, dass man da an dieser Stelle erst recht spät äh, entsprechende äh, sage ich mal Änderung der Situationen nimmt deswegen schaue ich hier so ein bisschen auf die fundamentale Seite und auch ein bisschen auf die Zinsen in diesem Bereich so und wenn wir das einfach mal haben und äh, jetzt mal mit diesem Blick im Hintergrund oder im Hinterkopf mal reingehen was hat der Nasdaq gemacht der Nasdaq hat gestern schon wieder äh, gut performt und dann komplett wieder abverkauft das ist eher ein Zeichen von Schwäche heute geht er vorbörslich wieder hoch es kommt so ein bisschen drauf an was die Amis dann am Nachmittag machen was wir aber ganz klar sehen ist, dass wir hier an dieser Stelle durchaus die Chance einer Aufwärtsbewegung haben. Ne? Seht euch das Ganze mal an. Ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein. Wir sind halt hier schon in Aufwärtssequenzen drin. Wir haben steigende Hochs, hier haben wir sie da, und wir haben steigende Tiefs, die sind auch da. Es geht halt brutal volatil zu. Und jetzt sehen wir halt im NASDAQ immer wieder, dass höhere Kurse abverkauft werden. Also, das nennt man äh, Sell the Bounce. Das heißt, immer dann, wenn es hochgeht, wird abverkauft. Ja? Oder auch ähm, Sell the Rip, beide Dip, Sell the Rip. Nur beide Dip hat halt äh, manchmal jetzt im Nasdaq auch nicht funktioniert, weil wir halt in einer Abwärtssequenz sind. Beide Dip. Ist gut in Aufwärtsphasen, wenn wir einen sauberen Aufwärtstrend haben. Äh, und in äh, Abwärtsphasen, wie wir es jetzt haben, verkauft man eher die höheren Kurse. Und das ist kurzfristig auch zu sehen. Aus jetziger Sicht wäre es halt sehr, sehr wichtig, wenn wir hier übers Vortageshoch drüber laufen und die Marke von 13.000 Punkten zurückerobern. Das würde dann auch dafür sprechen, dass der Markt tatsächlich hier hochläuft und nicht etwas tut äh, in dieser Art und Weise, wie ich es jetzt mal ganz kurz noch skizzieren möchte hier an dieser Stelle, dass der Markt sozusagen hier nichts macht, was irgendwie in Form einer SKS enden könnte, also sowas hier, dass man hier sowas sehen und hier unten die Nackenlinie quasi in diesem Bereich dann haben, das wäre mal definitiv nichts, was ich sehen möchte, um zu sagen, jetzt könnte es durchaus auf der Long Seite weitergehen. Das heißt, grundsätzlich im kleinsten sind wir in einem Aufwärtstrend verortet. Das ist das, was wir hier sehen, ganz klar. Aber wenn ich es mal zusammenraffe, wenn wir mal das Größere auch nehmen hier, der Abwärtstrend ist intakt, der Bewegungsarm ist gebrochen, deswegen läuft es hier hoch, auch sehr volatil. Und solange, wie wir nicht hier oben über diese hoch, über diese 13.340 hier oben drüber laufen, ähm, solange ist die Kuh noch nicht vom Eis und solange ist das Thema mit den Zinsen auch eine relevante Geschichte. Und äh, wer sich das ein bisschen näher anschauen möchte, der geht einfach mal hier auf die Bonds drauf. Und da sehen wir halt, dass die Renditen hier ähm, stark sinken. Wir gehen mal kurz auf die Tagesschatz rein. Jetzt äh, steigen die Renditen aber wieder an. Also... Die Kurse hier, wenn immer dann, wenn die Kurse sinken, sehen wir, dass die Zinsen steigen, ja, das am langen Ende ähm, und das übrigens auch am kürzeren Ende. Das ist eine ganz, ganz wichtige Story. Aber momentan sehen wir hier wieder steigende Kurse und das zeigt uns so ein bisschen, dass wir hier ähm, etwas ruhigeres Fahrwasser bekommen. Äh, und das stützt dann natürlich auch hier entsprechend den Nasdaq, weil dann ist die Gefahr eines massiven Zinsanstieges, also dass das weiter galoppiert, erstmal ein bisschen kleiner Kleiner geworden. Ja, und das ist das, was wir dann entsprechend auch sehen. Und dann haben wir gute Chancen, tatsächlich hochzulaufen. Also im NASDAQ ist durchaus einiges drin. Wie schon gesagt, entscheidend wird sein, was über der Marke oder an der Marke von 13.000 Punkten geschieht. Wenn er es schafft, oben raus zu laufen, dann wären mal die nächsten Anlaufpunkte hier drüben, die kleinen Zwischenhochs, die wir hier haben, die skizziere ich mal kurz an. Also hier der Bereich so um die 13.190 bis 13.200 Punkte in diesem Bereich rum. Äh, hier, also das sind die. Die Zwischenhochs, die wir dort dann haben, entsprechend. Und äh, das hier. Und dann haben wir noch hier kurz vor knapp oben die 13.308 Punkte Marke. Also da ist einiges da und die große Entscheidung kommt halt oben. Und das ist das Wichtige hier mit Blick auf die Sache. So, ach Mensch, Euro-Yen, Leute. Danke, ähm, äh, dass ich hier nochmal nachgefragt wurde. Der wurde natürlich nicht verpasst. Den hat der Seidel verpennt. Sorry dafür. Euro japanischer Yen. Hier ist er unten drinnen. Beim Euro. Passt bitte auf den Euro heute auf. Wir haben EZB-Sitzung, ganz, ganz wichtig. Im Kurzfristbereich Euro-Japanischer-Yen sehen wir hier, da haben wir oben so ein bisschen den Deckel drauf. Hier, das ist äh, oben diese Marke. Das ist wichtig, dass man das so ein bisschen im Auge hat. Ich mache das mal ganz kurz rot hier ähm, an dieser Stelle. Also hier, das ist oben der Deckel, der momentan so ein bisschen drauf ist. Wir gehen mal ganz kurz auf den Tageschart. Da sehen wir auch schön den Aufwärtstrend. Das heißt, dieses Level, was wir hier oben drinnen liegen haben, dieses kleine... Zwischenhoch da oben, wo haben wir das liegen? Das haben wir liegen bei 129,97, da liegt das hier oben, ich mache es mal kurz drinnen. Ähm, da oben ist es wirklich interessant, was passiert, denn wenn wir hier eine astreine Fortsetzung des Aufwärtstrends bekommen, sehen wir ja, äh, dass die Historie auch immer dann, wenn sich so ein Trend fortgesetzt hat, schön auch Anschlusskäufe rausgebracht hat und bei den letzten Malen war es auch immer schön so gewesen, äh, dass wir äh, die Potenziale der Korrektur auch oben rauf gesetzt haben. Das war mal die Korrekturtiefe hier an dieser Stelle. Oben rauf kam schön rein. Und wenn wir das mal jetzt hier einfach mal oben drauf spiegeln wollen, dann sehen wir halt auch ganz klar, wenn ich das mal hier oben drauf setze, dann haben wir hier deutlich höhere Kurse auch zu erwarten. Also dann könnte es mal locker hier über die Marke von 132 gehen. Und das ist eine spannende Story, denn wir haben hier ein schönes bullisches Dreieck auch im Chart drinnen liegen. Da ist viel Potenzial. Und wenn wir uns die Woche mal anschauen, hier oben, da sehen wir es der nächste Widerstandsbereich den haben wir erst hier oben über der 133 liegen und das ist viel viel Potenzial. Das ist sehr, sehr schön zu sehen hier im Euro japanischen Yen. Also hier oben ist es sehr, sehr wichtig, was passiert, wenn wir da drüber fliegen, dann haben wir echt das Kaufsignal. Beim letzten Mal wurden diese Kaufsignale immer schön gespielt. Das wäre gut zu sehen. Und das Thema. Euro, japanischer Yen, muss ich noch kurz dran denken. Wir hatten ja auch, äh, ich hatte ja auch avisiert, dass wir nochmal schnell auf den Euro schauen äh, und den Euro haben wir hier an dieser Stelle und da ist es natürlich heute EZB-Sitzung ne? und das ist jetzt wichtig. Der Euro ist ja deutlich unter Druck gekommen. Jetzt äh, die letzten drei Tage wieder auf der Chart-Oberseite unterwegs und da wird es jetzt sehr sehr wichtig zu sein, äh, zu sehen, was passiert denn hier. An diesem letzten Ausbruchsbereich, was wir hier gehabt haben, also die Marke von 1,19,52, da laufen wir jetzt rein sozusagen an dieser Stelle. Und wenn diese Marke definitiv überschritten wird, dann ist das Thema Korrektur, Ausweitung da. Und da wäre mal auf der Chart-Oberseite, um das jetzt mal für den heutigen Handelstag zu nennen, mal hier die 1,19,77. Dieses Zwischenhoch hier wäre mal eine sehr, sehr interessante Marke. Das sehen wir auch, wenn wir in den 4-Stunden-Charts gehen. Schaut mal hier. Das ist der Abwärtstrendverlauf, den wir da drinnen haben. Das Zwischenhoch haben wir hier oben liegen. Moment, ich ziehe mal kurz diese blaue Linie nach oben. Das ist das Zwischenhoch, das aktuelle Korrekturhoch in diesem Abwärtstrend, den wir hier drinnen haben. Wartet mal, den müssten wir eigentlich sehen: den Abwärtstrend, genau. Hier läuft er und das wäre Korrekturausweitung zur Oberseite. Und wie ich schon gesagt, hier die ähm, 1,1977. Das war dieses eine Tageshoch, was ich gerade gezeigt habe. Hier sehen wir auch das Level hier unter die oder um die Marke von 1,1992. Hier, das ist das Trendentstehungslevel dieses Abwärtstrends. Da ist schon einiges da. Da bin ich sehr gespannt bis oben hin ans Trendhoch, ans, äh, ans Korrekturhoch jetzt hier im Abwärtstrend der vier Stunden. Ist Zeit. Das ist eine gigantische Schwankungsbreite. Also da kann man schon einiges nehmen. Und wenn wir mal sehen, dass der kleine Trend in den vier Stunden auch schon aufwärts gerichtet ist, das ist spannend und das verspricht heute einen interessanten Handelstag. Ich bin mal gespannt, wie der Euro auf die EZB reagiert. Wie schon gesagt, um 14.30 Uhr ist die PK, dann wird es spannend und da sollten wir wirklich sehr, sehr äh, genau entsprechend hinschauen, was hier passiert. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Facebook ist gerade mal heute wieder keine frage dabei also an dieser stelle danke fürs zuschauen auch danke für die likes die uns jetzt schon die likes hier gegeben haben für alle anderen die es noch nicht gemacht haben bitte einfach auf das like für die videos klicken das ist wichtig damit mehr menschen mitbekommen was wir hier an dieser stelle machen. in diesem sinne sage ich für heute allen gute trades planen sie den trade Traden Sie den Plan und dann läuft das schon. Wir sehen uns wieder pünktlich am Montag um 8.30 Uhr. Wie schon gesagt, morgen bin ich mal einen Tag nicht am Desk. Also einen guten Ausklang der Woche und bis Montag. Danke fürs Zuschauen in dieser Woche und für die Likes. Bis dahin. Tschüss.